Buonasera a tutte e tutti, grazie molte della vostra presenza. Chiediamo scusa per il leggero ritardo, ma la necessità di procurarsi l'apparecchio per la traduzione ovviamente ci ha impedito di cominciare puntuali. Cercheremo comunque di mantenere un po' di tempo, di ricavare un po' di tempo alla fine della lezione per le vostre domande. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Goethe Institute che è partner di questa lezione e ringrazio ovviamente moltissimo il professor Wolfgang Streeck, al quale diamo il benvenuto caloroso. Il tempo non è molto e l'interesse è tanto, quindi a me il compito di dire due parole rapidissime e non rubare il tempo al professor Streeck. Due parole semplicemente per presentarlo, a beneficio di chi non lo conoscesse ancora, anche se ormai il suo nome è molto noto anche nel nostro paese. Wolfgang Streeck è direttore emerito del Max Planck Institute per la ricerca sociale di Colonia, professore emerito di sociologia dell'Università di Colonia ed è uno dei sociologi e dei ricercatori sociali più importanti in Europa e ormai direi anche al mondo. Le sue tesi sono d'obbligo, è obbligo conoscerle e discuterle per chi si occupa di economia, per chi si occupa del rapporto fra democrazia ed economia, di sviluppo del capitalismo. In italiano è uscito qualche anno fa il suo penultimo libro, in tedesco Gekaufte Zeit, Tempo guadagnato, per l'editore Feltrinelli, e questo testo ha avuto 16 traduzioni, quindi ha avuto una diffusione a livello internazionale enorme, enorme. Quindi, come dicevo, un interlocutore d'obbligo per chi si occupa di capitalismo, di economia, di democrazia nel dibattito internazionale. I suoi interventi sono pubblicati dai principali quotidiani europei, non solo quelli tedeschi come la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma anche quotidiani come Il País in Spagna e moltissimi altri. Tiene abitualmente conferenze in molte università e in molti centri e siamo molto felici di averlo qui. Il suo percorso comincia come studioso delle relazioni industriali. È uno dei massimi studiosi di sindacato e di rapporti fra capitale e lavoro, potremmo dire così. In questo suo percorso di ricerca e di docenza che è cominciato in Germania alla celeberrima facoltà di sociologia di Francoforte, ha poi approdato negli Stati Uniti, in Francia a Sciences Po e anche in Italia all'Istituto Europeo di Firenze. Quindi a me, devo dire, dopo queste parole non credo sembri il caso, a me non appare il caso di dire altro, perché l'interesse è davvero molto. E ripeto, ancora alla fine della lezione del professor Streeck, ci teniamo che sia data a voi la possibilità di porre un paio di domande, le quali, lo dico fin da subito, devono essere domande brevi e chiare, in modo che il professore possa rispondere. Quindi ho concluso ringraziando ancora gli organizzatori, l'università che ci ospita in questa meravigliosa aula magna, di nuovo il Goethe Institute di Torino per aver contribuito ad invitare e ad organizzare la presenza del professor Streeck. Herr Professor, Sie haben das Wort. Dankeschön. Drücken wir noch. Ja, richtig. Dass so viele gekommen sind. Ich fange an mit ein paar Definitionen. Normalerweise ist eine Vorlesung, die mit Definitionen anfängt, langweilig. Ich hoffe aber, das zu vermeiden. Ja? Kapitalismus und... Ach so, dann das machen wir so. Da haben Sie die Zusammenfassung dessen, was ich jetzt länger ausführen werde. Und das sind die 8 Punkte,
auf Italienisch, auf die ich im Einzelnen eingehen werde. Ich habe das jetzt auf dem PowerPoint auf Italienisch gemacht, um unserer Übersetzerin die Arbeit zu erleichtern. Denn eine Vorlesung wie diese zu übersetzen, ist nicht so ganz einfach, simultan zu übersetzen. Ich habe leider kein Manuskript, das ich vorlesen könnte. Also, das ist die Tagesordnung. Und wir beginnen mit den Definitionen. Was ist Kapitalismus? Und als erstes, es ist nicht nur eine Wirtschaftsweise, sondern eine Gesellschaft und eine Lebensweise. Und zwar eine ganz eigenartige, in der sich alles um die Frage dreht, wie man laufend vermehrungsfähiges Kapital vermehren kann, damit es sich dann weiter vermehrt. Auf den ersten Blick erscheint das als ein absurdes System. Es geht darum, Kapital zu erzeugen, das dann wieder Kapital erzeugt. Es ist eine expansive Gesellschaft, die in zweierlei Weise funktioniert. Einmal nach innen durch das Eindringen kapitalistischer Beziehungen in traditionale Beziehungen. Also zum Beispiel die Ersetzung von familiären durch monetäre Austauschbeziehungen. Ja? Und nach außen. Kapitalismus wächst sozusagen nach unten in die Gesellschaft rein und er wächst nach außen über die Grenzen der Gesellschaft hinweg, indem er sich imperialistisch vermehrt. Also Modernisierung und Imperialismus sind die beiden Erscheinungsformen kapitalistischer Entwicklung. Die kapitalistische Gesellschaft ist eine historisch lokalisierbare, moderne, progressive Gesellschaft, die ihren Fortschritt vom Gelingen fortlaufender Kapitalvermehrung abhängig macht. Wir sprechen Ende des 18. Jahrhunderts, wenn Adam Smith zum ersten Mal diese Dynamik beschreibt, dann spricht er von einer progressiven Gesellschaft im Unterschied zu einer statischen Gesellschaft. In dieser Zeit beginnt das Wachstum der Wirtschaft, das über Jahrtausende oder Jahrhunderte bis zum Ende des Weströmischen Reiches sind die Pro-Kopf-Einkommen, wenn man das messen kann, sozusagen im Wesentlichen flach in Europa. Und in diesem Zeitpunkt des kapitalistischen Take-off beginnt das zu steigen, ja, geht das hoch. Eine Gesellschaft, die ihren Fortschritt vom Gelingen fortlaufender Kapitalvermehrung abhängig gemacht hat. Der Kapitalismus kann nur funktionieren, wenn dieses Vermehrungssystem funktioniert. Immer wenn das stagniert, stagnieren alle anderen Bereiche der Gesellschaft auch. Vom Wohlfahrtssystem zum Gesundheitssystem zu den Ausbildungssystemen. Alles hängt davon ab, dass diese Wachstumsraten erreicht werden. 2%, 3%, 4%, irgendwas muss wachsen. Sonst geht es nicht. In dieser kapitalistischen Gesellschaft gibt es etwas, was welthistorisch einmalig ist. Das ist ein bestimmtes Verhalten gegenüber wirtschaftlichen Vorgängen und Problemen. Ich nenne das Output-Maximierung statt Input-Minimierung. Es gibt sozusagen zwei Formen von Rationalität, wie man sich im wirtschaftlichen Leben verhalten kann. Man kann sagen, ich tue so wenig wie möglich, damit das, was ich brauche, zusammenkommt. Und wenn ich das habe, höre ich auf. Das ist eine sozusagen traditionelle Bedürfnisdefinition. Und was der Mensch dann macht, ist, er senkt seinen Arbeitseinsatz, damit er das bekommt, was er traditionell bekommt. Und damit ist es dann auch gut.
Marx hat das beobachtet im Mittelalter, oder die Wirtschaftshistoriker beobachten das. Wenn der Lohn steigt, hören die Leute schon Freitagabend zu arbeiten auf, anstatt den Samstag auch noch zu arbeiten, weil sie dann ja das haben, was sie brauchen und dann sozusagen das Wochenende damit verbringen können, das zu verzehren, was sie verdient haben. Die entgegengesetzte moderne Wirtschaftsethik besteht darin, aus sich selber so viel herauszuholen, wie man irgendwie kann. Dann maximiert man den Output. Ja? Also das ist das, was wir normalerweise tun. Wir glauben, dass wir unsere Fähigkeiten bis zum Maximum nutzen müssen, um das Beste daraus zu machen. Das ist welthistorisch einzigartig. Das entwickelt sich in Europa im 14., 15. Jahrhundert und breitet sich dann später über die ganze Welt aus. Ja. Aber das Normale ist die traditionale Wirtschaftsethik. Und man muss dann die Leute dazu bringen, sozusagen sich kapitalismuskonform zu verhalten. Das heißt, nicht aufzuhören zu arbeiten, wenn das, was sie gestern gebraucht haben, auch schon erreicht ist, sondern immer weiterzumachen. Es ist eine sozusagen dynamische Bedürfnisstruktur, die sich immer weiter nach oben aufstapelt. Deshalb glauben wir, dass wir das iPhone 6 brauchen, auch wenn das iPhone 5 sozusagen immer noch sehr gut funktioniert. Ja, Moden spielen da eine Rolle und die Autos müssen größer werden. Nicht wahr? Wir beobachten, wenn wir das mit diesem Auge die Welt betrachten, dann sehen wir ein ganz eigenartiges, absurdes Rennen nach sozusagen mehr. Ja? Und anstatt die Produktivitätsgewinne dazu zu verwenden, weniger zu arbeiten. Gut. Das läuft darauf hinaus, dass wir es mit einem unwahrscheinlichen System zu tun haben. Einem System, das der ständigen Stabilisierung bedarf und immer in Gefahr besteht, in der Gefahr steht, umzukippen. Es ist historisch spät entstanden. Es war immer prekär und immer krisenanfällig. Damit es funktionieren konnte, bedurfte es politischer Absicherung. Es braucht Staaten, ein funktionierendes Staatensystem, das nach innen wie nach außen den Expansionsprozess absichert. Nach innen, insofern als Bildungssysteme, Anreizsysteme allgemein, die allgemeine Kultur dazu in Dienst gestellt werden müssen, dieses auf den ersten Blick absurde Verhalten, nämlich immer weiter, dieses Verhalten zu stabilisieren und zu positiv zu sanktionieren. Und nach außen sicherzustellen, dass die kapitalistischen Wirtschaftsbeziehungen am Rande des Systems immer weiter ausgeweitet werden können. Es braucht ein funktionierendes Staatensystem. Es muss mit dem Problem zurechtkommen, dass das Kapital, das angespeichert und das wachstumsfähige Kapital, das immer weiter vergrößert werden muss, denjenigen, nur ganz wenigen in der Gesellschaft zugutekommt, höchstens 5%, meistens 2%, die wirklich das Kapital besitzen. Ja. Wir arbeiten im Grunde genommen, damit das Kapital der Gesellschaft als Privatkapital in den Händen ganz weniger Gesellschaftsmitglieder zusammenläuft. Man muss die Leute bei Fiat dazu kriegen, sozusagen dafür zu arbeiten, dass die Familie Agnelli immer mehr anhäufen kann. Ja? Das ist nicht so einfach. Auf den ersten Blick erschließt sich das nicht, warum man das tun sollte. Und dazu bedarf es komplexer sozialer Institutionen, um die Leute dazu zu bringen, das auch zu tun. Ich habe davon, da gibt es ein Motivierungsproblem und ein Problem der Arbeitsdisziplin. Ja? Ich habe das jetzt beschrieben als die Verlockung der Subsistenzwirtschaft. Das ist ungefähr dasselbe wie die Inputminimierung. Wir haben doch jetzt das, was wir haben, und dann nutzen wir die Produktivität, um uns in die Sonne zu setzen. Ja? Das muss bekämpft werden.
Wie geht das? Historisch gibt es da eine ganze Abfolge von Möglichkeiten, das zu tun. Heute ist es die Verlockung endloser Wohlstandsgewinne. Die Vorstellung, dass es mir immer besser gehen wird. Oder dann, wenn nicht mir, dann doch meinen Kindern. Dieses sozusagen Fortschrittsgebilde, Fortschrittsvorstellung, die sich mit kapitalistischer Expansion verbindet. Und da sehen Sie gleich, ob das heute noch so ist, dass Leute tatsächlich glauben, dass es ihnen immer besser gehen wird, steht ja durchaus im Zweifel. Und wir sehen das ja an Wahlergebnissen, am politischen Prozess und so weiter. Mehr dazu später. Reden wir kurz über Krisen und Transformationsprozesse. Giovanni Arrighi hat in einer Geschichte des Kapitalismus sozusagen beschrieben, wie sich aus der Kernzelle in Oberitalien sozusagen über 300, 400 Jahre das kapitalistische Weltsystem entwickelt. Immer mit einer Zentrale, meistens einem Staat mit Flotte, mit Seekapazität, weil man an den Grenzen des Imperiums dafür sorgen muss, dass Verträge auch eingehalten werden und dass man Rohstoffe von dort beziehen kann, billig in der Regel, und seine eigenen Waren teuer verkaufen kann. Ja? Der Kapitalismuswachstum besteht darin, billig einkaufen, teuer verkaufen. Das ist die Regel, nach der muss es gehen. Ja? Und sozusagen, man kann sagen, das beginnt in Genua oder auch in Florenz, aber Florenz liegt nicht am Meer genug. Deshalb hat sich das dann schnell in eine feudale Struktur zurückentwickelt. Nach Amsterdam, wo man die Zentralbank erfindet und das holländische Kolonialreich, dann in einem Krieg zwischen den Niederlanden und England, sozusagen geht das Ganze nach London und es beginnt das britische Weltreich, auch ein Flottenreich. Und dann beginnt die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der eine Art Interregnum entsteht und niemand mehr so richtig weiß, wo eigentlich das Zentrum des kapitalistischen Weltsystems ist, mit der tragischen Folge eines Zweierkriege, ja, wo zwei verschiedene rivalisierende Zentren, Japan und Deutschland, sozusagen versuchten, die Nachfolge des britischen Weltreichs anzutreten und dann anschließend nach dem Zweiten Weltkrieg die Verlagerung nach den Vereinigten Staaten und die Hegemonie, wie man sagt, der Vereinigten Staaten innerhalb des kapitalistischen Weltsystems. Das sehen wir ja heute noch. Die Hälfte dessen, was auf Waffen ausgegeben wird heute in der Welt, wird alleine von den Vereinigten Staaten ausgegeben. Ja. Die Verteidigung dieses Imperiums am Rande ist ein ungeheuer aufwendiger Prozess. Und fast genauso viel wie für Waffen wird für Werbung ausgegeben. Warum für Werbung? Ja, die Leute müssen dazu gebracht werden, zu glauben, dass das iPhone 6 tatsächlich so wichtig ist, dass sie es kaufen müssen. Nicht? Das ist gar nicht so einfach. Auf den ersten Blick erschließt sich das nicht. Und dann sozusagen gibt es Theorien darüber, was dieses Ding eigentlich ist, der Kapitalismus, und Theoretiker, die uns darüber erzählen, wie das sich phasenweise entwickelt, durch Krisen hindurch, immer durch Krisen. Somba, der frühe Kapitalismus mit Handelsfirmen, der Hochkapitalismus auf Industriebasis und dann, was er schon den Spätkapitalismus nannte in den 1930er Jahren. Das war nicht so ganz spät, das hat sich dann hinterher wieder erholt. Oder vom Liberalen zum Organisierten, zum Industriellen, zum Finanzkapitalismus, und so weiter. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich will nur sagen, dass für den Umgang mit diesem Phänomen immer die Frage einer historischen Rekonstruktion auf der Tagesordnung steht und dieses System immer als dynamisch, sich ständig verändernd und durch Krisen hindurch ständig verändernd wahrgenommen wird. Und dann eben das ist die Phase, die uns besonders interessiert, aus dem staatlich regulierten demokratischen Kapitalismus der drei Nachkriegsjahrzehnte so langsam in den Übergang zum finanzialisierten, von Finanzströmen getriebenen Neoliberalismus. Dazu jetzt noch ein paar
Dazu jetzt also ein paar Bemerkungen. Seit 2008 können wir sagen, dass die neoliberale Epoche an ihren Widersprüchen und am Widerstand der Verlierer gescheitert ist. Neoliberalismus hieß ja Befreiung der Märkte, Globalisierung, Rückzug der Staaten aus der Intervention in die nationalen Volkswirtschaften, Ende der nationalen Volkswirtschaften und ihre Überführung in eine globale, weltweite Marktwirtschaft. Das sollte die Wachstumsprobleme des Kapitalismus, die in den 70er Jahren aufgetreten war, lösen. Und es sollte gleichzeitig Wohlstand für alle schaffen, die Verteilungsprobleme lösen und den Leuten am unteren Ende des Verteilungsspektrums die Zuversicht geben, dass sie in Zukunft, wie ich vorhin gesagt habe, immer weiter ihren Wohlstand würden verteidigen und entwickeln können. Heute sehen wir, dass dieses System in zwei Bereichen gescheitert ist. Was die Systemintegration angeht, Integration in die Systeme, oder die funktionale Leistungsfähigkeit. Die Wirtschaft stagniert heute, mit Ausnahme von ein paar Zentren, zufällig Deutschland, aber das hört auch langsam auf. Die Verschuldung steigt überall, bei den Privatunternehmen, bei den Staaten, bei den privaten Haushalten. Und wir haben einen Schuldenanstieg über 20, 30 Jahre, der dann 2008 dramatisch hochgeht, überall in der Welt bei der staatlichen Verschuldung. Es ist nicht nur Italien, was man Ihnen versucht zu erklären, sondern das ist ein globales Phänomen. Und gleichzeitig mit dem Stagnation des Wachstumsprozesses, der wachsenden Verschuldung, nimmt die Ungleichheit zu. Immer mehr von dem geringen Wachstum, das es noch gibt, konzentriert sich ganz oben, unten kommt nichts mehr an. Und das hat zur Folge, dass die Staaten, die davon abhängen, dass ihre Regierungen auch gewählt werden, und von denen das kapitalistische Akkumulationssystem abhängt, dass die Staaten anfangen, ihre Legitimität bei ihren Bürgern zu verlieren. Und auch da brauchen Sie nicht nur in Italien zu gucken, sondern in Europa insgesamt, wo die zentristischen Parteien der Linken und der Rechten, in Italien die Kommunistische Partei und dann später der Partito Democratico auf der linken Seite und die Democristianer auf der rechten Seite, aber in Deutschland die CDU und die SPD, in Holland ähnlich mit der Partei van der Arbeit, wo diese zentralen Parteien des Nachkriegssystems zerfallen, sich auflösen und durch ganz eigenartige Kleingebilde, die an sich nicht regierungsfähig sind, sozusagen ersetzt werden. Also die Regierbarkeit dieses Systems geht verloren. Und diesem Verlust an Systemintegration steht dann ein Verlust an sozialer Integration sozusagen zur Seite. Ich nenne das hier den Arresto Vertiginoso, den rasenden Stillstand. Ja? Dass die Leute heutzutage, wenn man sie fragt, das Gefühl haben, sie müssen immer härter und länger arbeiten, sich immer weiter anstrengen, nur damit sie da bleiben, wo sie jetzt sind. Dass das zukünftige Wohlstandsversprechen sozusagen unglaubwürdig geworden ist und dass die Leute Angst haben zu verlieren, was sie haben, anstatt sich darauf zu freuen, was sie später noch dazu bekommen werden. Ja? Wenn sie sich den Aufstand der gelben Westen in Frankreich angucken, das ist das Gefühl, das diese Menschen in den Regionen haben. Wir arbeiten, ja, wir spielen das Spiel mit, wir tun unseren Teil und wir strengen uns auch immer weiter an. Aber man merkt nichts. Und oben sehen wir, da fließt der Champagner, ja, denen geht das gut.
Und so kann man also sagen, dass wir sozusagen in eine Phase des Kapitalismus eingetreten sind in den westlichen Ländern, in denen es die Angst, in denen sozusagen eine Mischung aus Angst vor Verlust und Gier nach zusätzlichen konsumeristischen Befriedigung, beides zusammenkommt, in einer eigenartigen Mischung. Ja? Und man kann dann sagen, Colin Crouch hat das so formuliert, dass der heutige Kapitalismus ein Kunststück vollbringen muss. Die Bürger müssen zugleich ängstliche Arbeiter sein und zuversichtliche Konsumenten. Ja? Und das kann man schlecht in eine Person gleichzeitig reinbekommen. Da müssen ungeheure psychologische Anstrengungen unternommen werden, dass die Leute, obwohl sie immer mehr Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, in prekäre Beschäftigung abzurutschen, gleichzeitig als Konsumenten sozusagen zuversichtlich Geld ausgeben, damit dieses Produktions- und Wachstumssystem in Gang gehalten werden kann. Ja. Und so ergibt sich eine Situation, in der statt einer Nachfolgeordnung für den Neoliberalismus wir heute vor einer Kumulation von Krisen stehen, die auch wahrgenommen werden. Jeder weiß, es gibt eine Umweltkrise. Jeder weiß, es gibt eine Schuldenkrise. Jeder weiß oder ahnt, es gibt eine Motivationskrise, wo die Output-Maximierung sozusagen auf Zweifel stößt. Warum soll ich das eigentlich alles noch machen? Ja. Jeder weiß, dass die Wirtschaft nicht mehr ordentlich wächst, dass die Staaten überlastet sind, dass die Rente nicht mehr sicher ist, dass wir nicht mehr darauf verlassen können, dass die sozialen Sicherungssysteme funktionieren. Als komplexe Interaktion gleichzeitig auftretender Krisen und Krisenwahrnehmungen. Wenn ich das in Deutschland sage, sagen die Leute, ach ja Gott, also. Aber wenn man das jetzt in den meisten anderen Ländern sagt, trifft das einen Nerv. Ja? Trifft das einen Nerv. So viele Leute, die sich einmal darauf vorbereitet haben, innerhalb des staatlichen oder privaten Wirtschaftssystems eine dauerhafte Position zu finden, in der sie ordentlich leben können, ihre Familie versorgen und sich keine Sorgen über die Zukunft machen müssen. Ja? Wo sie nicht mehr im Haus ihrer Eltern wohnen müssen, sondern sich eine eigene Wohnung beschaffen können. Das waren so Selbstverständlichkeiten, um deren Willen man sich auf dieses eigenartige Spiel der Anhäufung von wachstumsfähigem Kapital zu Zwecken weiteren Wachstums in den Händen ganz weniger Leute, um dessen Willen man sich auf dieses Spiel hat einlassen wollen und einlassen können. Und das ist jetzt so langsam verschwunden. Also, sehen wir uns weiter an, was dann passiert. Denn wir wollen ja darüber sprechen, wie die Zukunft aussieht. Man kann sagen, dass in der Vergangenheit, in den Krisen des Kapitalismus, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingegangen bin, dieser sehr oft von seinen Gegnern gerettet worden ist. Nehmen Sie ein Beispiel. Also Arbeitsdisziplin hat sehr viel mit Religion zu tun, nämlich mit dem Gefühl einer Verpflichtung, die man gegenüber anderen Menschen und gegenüber der Welt insgesamt hat. Deshalb ist die Frage der Unterwerfung unter die Arbeitsdisziplin der Fabrik konnte sehr oft dadurch geklärt werden, dass man auf religiöse Motivationen zurückgriff. Die Kirche, sei sie katholisch oder protestantisch, half dabei, dieses Gefühl des Verpflichtetseins zu stärken. Und das, gleichzeitig war sie antikapitalistisch. In vielen Dingen sozusagen eben nicht materialistisch orientiert. Der Sozialismus war ähnlich. Der Sozialismus organisierte einen Widerstand gegen den reinen Kapitalismus und hat auf diese Weise sehr eindeutig in der Keynesian Wirtschaftspolitik dafür gesorgt, dass die Kapitalisten
sozusagen etwas abgeben mussten von ihren Gewinnen, sodass dann Kaufkraft am unteren Rand der Gesellschaft entstand, die dann wiederum für die Nachfrage gesorgt hat, um deren Willen dann tatsächlich Investitionen stattfanden, die das vermehrbare Kapital vermehrten. Ja. Umverteilung nach unten als Wachstumsmechanismus. Von alleine hätten das die Agnellis dieser Welt nicht gemacht und die Fords und wie sie alle hießen. Aber sie mussten das machen, weil sie in einer demokratischen Republik lebten mit starken Gewerkschaften. Wenn das jetzt verschwindet, wenn sich die Politik so verändert, dass das nicht mehr gegeben ist, dann ist auf der einen Seite der Kapitalismus siegreich. Sein Gegner ist überwunden. Auf der anderen Seite hat er aber diese dialektische Spannung, von der er gelebt hat und die ihn in den Krisen gerettet hat, die ist verschwunden. Sodass wir heute sehen, es gibt keine kapitalistische Weltregierung und damit auch keine antikapitalistische Weltopposition. Es gibt in unserer Phase auch keine neue Ordnung, die praktisch im Wartestand darauf wartet, eingerichtet zu werden. Keine weltrevolutionäre Alternative zum Kapitalismus und deshalb auch keine Weltrevolution. Deshalb kann man sich, wenn man darüber nachdenken will, was nach dem Kapitalismus kommt, und das ist ja die Frage, die wir stellen, das ist ja eine legitime Frage, weil wir wissen, wie die Welt vor dem Kapitalismus aussah. Es ist ja nicht immer so gewesen. Alles, was irgendwann mal entstanden ist, wird auch irgendwann mal vergehen. Nicht? Wir eingeschlossen. Und so muss man, so kann man die Frage stellen, sozusagen, was ist das eigentlich für eine Zeit, in der die alte Ordnung zerfällt und die neue Ordnung sozusagen sich noch nicht abzeichnet. Ja? Wir können das mit Antonio Gramsci, wie ich das in der nächsten Tafel zeigen werde, beschreiben. La crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Ja? Und wenn man sich Donald Trump anguckt, dann hat man das Gefühl, Gramsci hat den schon vorhergesehen. Ja? In einer solchen Welt kann man sich auch das Ende des Kapitalismus nicht mehr leninistisch vorstellen, so wie Gramsci das vielleicht noch sich vorgestellt hat. Die Ironie der Weltgeschichte ist, dass der Kommunismus durch Beschluss abgeschafft werden konnte im Jahr 1990, als unter Jelzin in Russland verkündet wurde, der Kommunismus ist beendet, jetzt haben wir Kapitalismus. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass das Gegenteil davon stattfindet. In New York übernimmt die revolutionäre Bürgerschaft von New York City die Kontrolle und erklärt, der Kapitalismus ist abgeschafft, von jetzt an haben wir Sozialismus. Dazu ist das System schon viel zu tief in das gesellschaftliche Leben eingedrungen. Sie hat gesagt, nicht China. Nein, China weiß man ja nicht so genau, was das ist, ne? Ob das jetzt ein Staat ist, der sich eine kapitalistische Wirtschaft hält, oder ob es eine kapitalistische Wirtschaft ist, die einen Staat übernommen hat. Ne? Da rätseln wir noch drüber. Aber China ist hochinteressant. Ja, China ist hochinteressant, weil das, was ich vorhin über die Zentren des Kapitalismus gesagt habe, die müssen ja expansiv sein. Und eins sind die Chinesen bisher nie gewesen in ihrer Geschichte. Die haben nie andere Länder erobert. Ja, die sitzen da und denken, wir sind sowieso zahlreich genug. Und das ist ein Drittel der Menschheit. Und kulturell sind die davon überzeugt, dass die eh alles besser wissen. Ja, und die anderen irgendwie da nicht richtig mitkommen. Und insofern sozusagen ist dieses kapitalistische Zentrum nicht expansiv. Und das ist eine interessante Frage. Wie in der da will ich noch ein paar Worte zu sagen später, wie die Zukunft damit umgehen kann. Also, was es aber gibt, ist lokaler Widerstand, desorganisiert in den verschiedensten Formen. Und das ist kein zentralisierter Widerstand, aber das sind Umweltbewegungen, das sind Bewegungen, die,
die gegen die wachsende Ungleichheit in ihren Gesellschaften angehen, Versuche einer Rekonstruktion von Gewerkschaften und so weiter. Aber das Problem heute ist, dass diese Oppositionsbewegungen sich nicht koordinieren lassen. Der globale Kapitalismus ist koordinierbar. Herr Zuckerberg und Facebook können in der ganzen Welt gleichzeitig tätig werden. Keine Oppositionsbewegung ist in der Lage, das zu tun. Wir sprechen von lokalem Widerstand, desorganisiert in den verschiedensten Formen. Weiter, Sie sehen, wir sind schon bei Kapitel 6 und es sind nur 8, also wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, dann schaffen wir das. Komplexe Gesellschaften sind, kann man sagen, unsterblich. Das, was in der sozialistischen Tradition Zusammenbruch genannt wurde, Kollaps, hat eigentlich in komplexen Gesellschaften nie stattgefunden. Es gibt keinen Fall davon. Es gibt immer sehr viel Kontinuität, die mit Diskontinuität zusammenkommt. Nehmen Sie die russische Revolution. Die Bolschewisten übernehmen den Staat, aber die Dörfer und die Städte in diesem riesigen Reich, da ändert sich erstmal gar nichts. Und dann nehmen Sie die kapitalistische Revolution in Russland, 1990, wo heute jeder sagt, die Leute leben immer noch in diesen Vorstellungen, sozusagen, dass der Staat was für sie tun muss und es gibt keine Unternehmer und so weiter und so weiter. Und die alten Mafias sind immer noch an der Macht, jetzt nur als Kapitalisten und dergleichen mehr. Es gibt ungeheuer viel Kontinuität. Eine Gesellschaft kann eigentlich nicht ausgelöscht werden. Glauben Sie den entsprechenden Büchern nicht. Zum Beispiel Jared Diamond, der diese ganzen Geschichten schreibt über Gesellschaften, die an ihren Umweltkrisen zugrunde gehen, zum Beispiel die Mayas. Ja. Es gibt heute, glaube ich, 20 Millionen Leute in Yucatan, die Maya sprechen. Ja. Obwohl die Literatur immer sagt, die sind verschwunden, nur weil die bestimmte Bauten nicht mehr bauen. Ja. Es hören bestimmte Sachen auf, aber andere gehen weiter. Und so kann man sagen, von einem Kollaps kann man eigentlich immer nur partiell sprechen, sektoral, subsystemisch. Auch revolutionärer Wandel ist umgeben von Kontinuität. Er verläuft langsam und sein Ergebnis ist meistens unberechenbar. Man kann das nicht vorhersehen, was dann passiert. Also wenn man in Italien darüber spricht, dann kann man ja sagen, sie haben ja ein besonders langes historisches Bewusstsein, das zurück zum Römischen Reich reicht, würde ich mal sagen. Da kann man sehen, das große Beispiel der Geschichtsschreibung für einen gesellschaftlichen Zusammenbruch ist das Ende des Weströmischen Reiches im Jahr 400 so und so viel. Ja. Aber wenn man hinschaut, dann sieht man, die Kirche hat überstanden, das römische Recht hat überstanden, das Kaisertum hat sich sozusagen wiederhergestellt durch verschiedene Versuche. Der letzte römische Kaiser dankte ab 1807 oder 8 oder sowas mit dem Reichsdeputationshauptschluss, heißt der. Das kann man nicht übersetzen. Ja. Das war nach den Napoleonischen Kriegen, als der österreichische Kaiser auf den Titel römischer Kaiser verzichtete und sich für als österreichischen Kaiser darstellte. So lange hat das gedauert, bis diese Tradition sich aufgelöst hat. Und ich habe dann in der Schule noch 9 Jahre Latein gelernt. Also die Sprache dieses Reiches. Nicht? Und man kann sich das daran klar machen, wie schwierig es wäre, die kapitalistische Gesellschaft global zu ersetzen durch etwas anderes. Insbesondere in einer Zeit, in der es diese direkte Opposition gar nicht mehr geben kann, weil der Kapitalismus zentralisiert ist, aber die Oppositionsbewegung nicht. Also unsterblich, die Gesellschaften. Wandel ist umgeben von Kontinuität. Aber was wir beobachten können heute, ist Unordnung, Ungewissheit und systemische Desintegration. Es wird lange dauern, bis sich aus dem Tohuwabohu, aus dem Chaos, das sich abzeichnet in der internationalen Welt und in den einzelnen Gesellschaften, bis sich daraus eine neue Ordnung sozusagen konstituiert hat. Und das wird man rückblickend feststellen können und nicht unbedingt von vorne.
zwischen dem Ende des Weströmischen Reiches und dem Feudalismus lagen ungefähr 500 Jahre, in denen man dann nach 500 Jahren sagen konnte, ach Gott, jetzt haben wir was Neues. Die Sklaven sind nicht mehr da und sie sind durch Hintersassen, Bauern ersetzt worden. Aber das hat keiner gemacht. Was man aber auch sagen kann, in einer solchen Phase gesellschaftlicher Desintegration, das kann man ungefähr mit der Klimakrise vergleichen. Die Klimaforscher sagen uns ja nicht, es wird jetzt überall wärmer. Aber sie sagen, es können überall unvorhersehbare Krisenereignisse auftreten. Die dramatischen Ereignisse nehmen zu. Die Welt wird klimamäßig unsicherer und ich behaupte, sie wird auch wirtschaftlich und politisch unsicherer. Die Stabilität, die man noch vor einigen Jahrzehnten beobachtet hat und die der Neoliberalismus wiederherstellen wollte, diese Stabilität lässt sich nicht beobachten. Es ist im Gegenteil der Fall, dass die Risiken zunehmen und dass die Krisen sich häufen. Multimorbidität. Ja. So, wie geht es weiter? Und man kann dann zwei Haltungen unterscheiden. Die einen sagen, wir gehen alle den Bach runter. Ja. Aber die kritische Frage ist, gilt das wirklich für alle? Und dann wissen wir, das ist so nicht der Fall. Wir könnten in einer Welt, zum ersten Mal in der Weltgeschichte, in einer Welt leben, in der die Eliten, die herrschenden Klassen, was ihre Zukunft angeht, nicht mehr vom Schicksal der beherrschten Klassen abhängen. Sie können sich davon lösen. Genauso wie sozusagen Fiat nach Amerika umzieht. Und das hier zurücklässt. Und wenn Sie schauen, wie die wirklich Reichen heute daran arbeiten, sich Schutzräume, Bunker, Leibgarden und so weiter aufzubauen, dann sieht man, dass das Krisenbewusstsein da sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei der Mehrzahl der Menschen, weil die wissen, wie fragil das System ist. Und dann darüber nachdenken, wie kann ich meine Familie retten. Da gibt es ein paar wunderbare Bücher über dieses Thema, die das mittlerweile untersuchen. Also zum Beispiel als Silicon Valley da werden sie in der Regel einen Bunker in Neuseeland haben. Aber auch ein Flugzeug, das bereitsteht, sozusagen sie da gleich hinzufliegen, wenn irgendwas daneben geht, ja. Dann haben sie einen interviewt, einen Menschen namens Peter Thiel, das ist einer der großen Superreichen, der dann gesagt hat, er hätte ein Problem, ein Verhaltensproblem. Sein Pilot, der ihn dahin fliegen soll, der hat eine Familie. Und die Gefahr bestünde, dass wenn er ihn dahin fliegen soll, dass der nicht fliegt, weil er bei seiner Familie bleiben will. Also eine vormoderne, vorkapitalistische Mentalität mitbringt. Da hat er gesagt, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe hinten in meinem Flugzeug noch eine kleine Kabine einbauen lassen, dann nehmen wir die Familie mit. Ja, und das ist sozusagen als Krisenstabilisierung gedacht. Also nicht alle laufen ins Verderben. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, wer sozusagen Deutsch kann, weiß, dass im Rheinland, da wo ich jetzt wohne, sozusagen das sogenannte Rheinische Grundgesetz gilt, dessen Paragraph 1 lautet, es hätte noch immer Jod hier. Ist noch immer gut gegangen. Ja. Das stimmt natürlich nicht. Im Zweiten Weltkrieg war Köln völlig in Trümmern. Ja. Aber man kann sich das vorstellen in die Zukunft. Man vergisst halt die Vergangenheit und denkt, es wird noch immer gut gegangen. Aber auch das ist nicht so, denn nicht für alle wird es in Zukunft gut gehen. Da wird es einige geben, die den Preis bezahlen für das weiter existieren eines nicht reformierbaren, auseinanderfallenden kapitalistischen Weltsystems. Ja, zum Schluss. Was passiert in einer politisch blockierten Welt? Das können wir dann auch in den Frage und Antworten noch genauer bearbeiten. Nicht? Die Europäische Union ist eine Struktur, die in den 1990er Jahren in ihrer jetzigen Form eingerichtet worden ist,
Ich nenne das Neoliberalismo congelato, eingefroren. Eine Struktur, die bewusst so gestaltet worden ist, dass man sie nicht ändern kann. Und die heute nach dem Ende der neoliberalen Hochphase sozusagen immer noch Austerität, Sparen und Schuldenbereinigung und so weiter predigt. Dinge, die in vielen Ländern Europas völlig neben dem Problem hergehen. Ja? Aber wie in Stein, wie in Eisen gegossen. Und was die Welt insgesamt angeht, so sehen wir mittlerweile, wie dieses Problem des kapitalistischen Zentrums sich so beschreiben lässt, dass die Vereinigten Staaten in einem Prozess des Abstiegs begriffen sind, während China in einem Prozess des Aufstiegs begriffen ist und wir uns nie in der Weltgeschichte eine Situation hatten, in der es zwei kapitalistische, sagen wir, Zentralstaaten gegeben hätte, die miteinander friedlich ausgekommen sind. Zwischen den Niederlanden und Großbritannien gab es einen Krieg, zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Japan gab es den fürchterlichsten Krieg der Weltgeschichte. Wir können einfach nur versuchen, uns vorzustellen, ob es möglich ist, dass zwischen diesen beiden Riesen so etwas wie eine Art von Gleichgewicht entstehen kann. Und dann schließe ich mit dem Hinweis darauf, dass wir ja doch gleichzeitig beobachten, dass in vielen Gegenden heute lokale Improvisationen stattfinden. Menschen nicht mehr darauf warten, dass es Großlösungen gibt, sondern versuchen, bei ihnen zu Hause etwas zu erreichen. Und das kann durchaus darin bestehen, dass man zum Beispiel mit neuen Eigentumsformen experimentiert. Kommunales Eigentum, Rückverstaatlichung von öffentlichen Transportmitteln, das Ende der Privatisierungen, neue Formen der Besteuerung, die die Steuerbasis daran hindern, zu verschwinden. Ja? Ich sage Ihnen am Schluss ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Man sagt ja immer, dass die Lösung der Umweltkrise voraussetzt, dass wir uns auf globaler Ebene auf irgendetwas einigen und man weiß, das findet nicht statt. Aber die Frage ist, ob man auf lokaler Ebene etwas machen kann. Und das finde ich interessant, dass es immer mehr Gemeinden gibt, die sich vornehmen, sozusagen CO2-neutral zu werden, in relativ kurzer Zeit, bis Mitte der 20er Jahre dieses Jahrhunderts. Und dass mit großer Unterstützung der Bürger stattfindet, die saubere Luft wollen, und der lokalen Wirtschaft, die qualifizierte Arbeitskräfte anziehen will und weiß, dass die Leute, die sie haben wollen, lieber in einer umweltpolitisch aufgeräumten Gemeinde leben. Und dass man sich vorstellen kann, viele solcher kleinen, aber sich addierenden Initiativen, die nicht darauf warten, dass jetzt irgendeine sozusagen Großpartei etwas für uns tut, sondern wir tun etwas für uns selber. Ich sage da noch ein Beispiel. Die Europäische Union unter dem Finanzkommissar Monti, ja, Monti, der immer gesagt hat, wir Italiener sollten so werden wie die Deutschen, ja, der Monti hat dann gleichzeitig eine kerndeutsche Institution angegriffen, nämlich die lokalen Sparkassen, und versucht die, weil sie niedrigere Zinsen anbieten konnten, wegen eines lokalen Monopols, sozusagen wettbewerbsrechtlich verbieten zu lassen, um den Markt durchzusetzen, anstatt die lokale Gemeinschaft, die sich selber finanziert. Man kann sich überlegen, ob es lokale Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die Länder oder Gemeinden unabhängig machen von der großen Kapitallotterie. Mehr davon kann man vielleicht in der Diskussion sagen. Ich schließe jetzt, indem ich sage, die Frage, wie der Kapitalismus enden wird, den kann man so nicht beantworten. Aber man weiß, dass er in einer schweren Krise ist und dass es kein Rezept gibt, von dem man sagen kann, das kann entweder an seine Stelle treten oder das kann die Probleme heilen. Weder so rum noch so rum. Und in diesem Interregnum
ist vieles möglich. Donald Trump, aber vielleicht auch ein funktionierendes lokales Sparkassensystem. Vielen Dank. Vielen Dank, grazie Professor Streeck per questa stimolante lezione. Abbiamo una decina di minuti per le vostre domande e per le risposte del Professor Streeck. Non me ne avrete se darò priorità alle persone più giovani, abbiate pazienza, siamo comunque in una sede universitaria, quindi però cercherò di essere equanime. Vedo una mano alzata e ne ho vista un'altra da quelle parti. O mi sono sbagliato? No, era un'illusione. Allora ne vedo una lì. Ecco, una là. Allora, raccogliamo... Non possono essere più di quattro, quindi... Cercate di parlare piano. Ah, non ho detto una cosa, mi scuso. Il ringraziamento al professor Streeck è esteso anche alla... traduttrice, all'interprete. Per il suo eccellente e molto difficile lavoro. Prego. Buonasera. Allora, io volevo porre una questione che riguarda il rapporto tra fine del capitalismo e emergenza ambientale. Si dice spesso che è più difficile immaginare la fine del capitalismo che non la fine del mondo. Ecco, finirà prima il mondo il capitalismo, per dirla proprio in poche parole, perché non si parla più di secoli, a stare a sentire gli esperti climatologi, si parla di decenni, se non addirittura di pochi anni. Quindi la questione è appunto strettamente legata. Deve finire il capitalismo affinché salviamo il pianeta. Mi pare che il tema sia abbastanza collegato. Ecco, volevo sapere la sua opinione in merito. Grazie. Ja, das habe ich verstanden, ja. Ja, also es gibt in der Geschichte des Kapitalismus zurückgehend bis auf Malthus, englischen Ökonom, immer die Vorstellung, irgendwann stößt das an eine natürliche Grenze. Dann ist die Natur erschöpft und der Wachstumsprozess endet. Das hat sich bisher immer nicht bewahrheitet. Zum Teil, weil der Kapitalismus seine Gestalt verändert hat. Zum Beispiel der Finanzkapitalismus kann wachsen, ohne natürliche Ressourcen zu verbrauchen, wenn man das Geld sozusagen nur zwischen den Banken hin und her schiebt. Ja? Nichtsdestoweniger haben wir ja nicht nur den Finanzkapitalismus, sondern auch den Konsumkapitalismus. Und man braucht sich nur vorzustellen, dass die, ich glaube, 2,5 Milliarden Chinesen sozusagen denselben Lebensstandard haben wollen, wie die Amerikaner und wir, dann weiß man, das ist vollkommen unmöglich. Das geht nicht. Da muss man eine, das ist aus natürlichen Gründen unmöglich, da muss man eine Schleife einbauen und sagen, Vorhersagen sind immer schwierig. Und es kann sein, dass auf dem Weg dahin immer neue, auf Englisch technological fixes gefunden werden. Dass man zum Beispiel Peak Oil. Wir waren der Ansicht, dass sozusagen das Öl bald nicht mehr ausreichen wird. Und dann erfindet man die Methode des Fracking. Ja? Und plötzlich ist Amerika, sind die Vereinigten Staaten energetisch unabhängig geworden. Da weiß man aber, dieses Gas, was man da aus der Erde rausholt, das wird auch irgendwann mal erschöpft sein. Und was dann? Dass man immer die Frage stellen kann, werden die wieder etwas finden oder stoßen wir dann wirklich an? Das wissen wir nicht genau. Aber ich bin auch Ihrer Meinung,
Eigentlich besteht die welthistorische Aufgabe darin, sozusagen zurückzukehren zu einer Input-Minimierungs-Mentalität, weg von einer Output-Maximierung. Ja? Man kann das auch als einen neuen Traditionalismus beschreiben. Ethisch kann man das beschreiben als Selbstbescheidung auf einem Niveau, das man erreicht hat. Ich würde noch weitergehen und sagen, wenn man jetzt die Frage der Improvisationi locali anguckt, ja, dann kann man sich vorstellen, dass eine vernünftige Gesellschaft in Zukunft mehr auf kollektives Eigentum und kollektive Dienstleistungen setzt, als auf private Märkte, die auf Wachstum angewiesen sind. Ja. Diese Art der sozusagen Rekollektivierung von wirtschaftlicher Befriedigung ist aber eine kulturell ungeheuer komplexe Erziehungsaufgabe, von dem niemand weiß, wie man die eigentlich bewerkstelligen soll. Ja? Es müssten dann Leute ja bereit sein zu sagen, ich brauche keinen Porsche, sondern ich brauche nur ein Ding, das mich von hier nach da bringt. Und damit werde ich mich bescheiden. Ja? Und das muss durchgesetzt werden durch die Macht der Überzeugungsapparate, der Beredungsapparate, die heute im Grunde genommen die wichtigste Kraft im Konsumkapitalismus sind. Den Leuten einzureden, dass ihr hart arbeiten müsst, damit ihr auch noch das nächste Parfüm kaufen könnt für eure Freundin oder Frau. Liebe. Danke. Direi lì e poi da quella parte. Ok. Buonasera, grazie. Lei non ha parlato di due orizzonti fisici possibili di espansione del capitalismo, uno terrestre e uno extraterrestre, l'Africa e lo spazio. Ha senso parlarne? Ja, was ist die Frage? Expansion des Kapitalismus im Raum und in Afrika. Ja. In Afrika. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, es gibt Wachstumsgegenden, in denen man noch etwas tun kann, um das System am Laufen zu halten. Wenn es gelänge, die afrikanischen Gesellschaften in Konsumgesellschaften nach unserem Stil umzubauen, ja, wie viele iPhones könnte man da verkaufen? Und Parfümflaschen. Unglaublich. Wir leben aber heute in einer etwas anderen Situation. Nämlich in diesen bisher unerschlossenen Bereichen stoßen jetzt mittlerweile die Interessen des neuen Riesen China mit den Interessen der alten Riesen sehr eng zusammen. Afrika ist ein hoch umkämpftes Land zwischen diesen beiden Polen. Es ist nicht mehr so, dass man da einfach eine Peripherie hätte, wo man die Preise senken kann, die Rohstoffpreise senken und die Verkaufspreise erhöhen kann. Die haben mittlerweile die Wahl. Ich war vor einiger Zeit in Chile und habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass die chilenische, ich denke Kupferexporte, mittlerweile schon zu 50% nach China gehen, anstatt wie früher alle nach Amerika. Das eröffnet Verhandlungsspielräume. Und da kann man sagen, dass dann dieser Trick der Peripherie sozusagen niedrige Preise aufzuzwingen und wenn die das nicht machen, schickt man die Truppen, ja, dass das möglicherweise nicht mehr geht. Aber ich gebe Ihnen zu, das ist eine interessante Frage, aber jetzt unter der Bedingung der Bipolarität. Le ultime due domande, poi chiudiamo. Grazie. Lei è partito dalla constatazione che il capitalismo è fatto, si basa sulla crescita e su una crescita che è per lo più finalizzata a riprodurre se stessa, quindi in molti casi fine a se stessa, cioè non finalizzata a soddisfare dei bisogni ma semplicemente a massimizzare la propria esistenza. Quindi voglio fare una domanda più filosofica, ma che sta forse alla base
rispetto alle varie possibilità di soluzione. Qual è, secondo lei, la possibilità che ci liberiamo di questa necessità di una crescita continua? Kann man vom Wachstum sich befreien? Ja, ja, das ist die Frage. Da haben Sie recht. Also ich denke, ich kann Ihnen darauf keine völlig überzeugende Antwort geben. Aber eins würde ich als Voraussetzung sehen, unter anderem. Und das ist, dass das Ausmaß der Ungleichheit in der Gesellschaft nicht weiter steigen darf oder auch zurückgenommen werden muss. Denn solange, wie die oben sozusagen die Champagnerflaschen übereinander stellen, ja, kann ich denen unten nicht einreden, dass sie auf Wachstum verzichten sollen. Das geht nicht. Ja. Und insofern ist das eine Bedingung, ja, dass wir es schaffen, und da komme ich zurück auf das, was ich gesagt habe. Also nochmal, sozusagen Sozialismus, das Wort kann man ja gar nicht mehr aussprechen, weil das so vielgestaltig geworden ist. Aber wenn es eins bedeutet, dann bedeutet es, dass Bedürfnisse durch kollektives Eigentum und kollektive Dienstleistungen befriedigt werden und nicht am privaten Markt. Wenn das gegeben ist, dann kann man sagen, der Wachstumszwang, der darin besteht, dass private Anbieter sich immer neue Sachen ausdenken müssen, damit sie ihr Kapital immer weiter vermehren, der endet dann. Und auch die Differenzierung zwischen unterschiedlichen Konsumniveaus, also ich habe jetzt schönere Zähne, weil ich mir die leisten kann oder sowas, ja, das verschwindet. Und da bin ich auch der Ansicht, dass wir in Zukunft, wenn wir bremsen wollen beim Wachstum, sozusagen viel mehr auf kollektive Güter, kollektive Dienstleistungen und Gemeineigentum setzen müssen. Und das kann durchaus auf der lokalen Ebene anfangen. Damit kann man anfangen. Und was man dann braucht, ist, dass man auf der nationalen Ebene durchsetzt, dass neue Formen des Eigentums, die lokal gebunden sind, legal und legitim werden und legal geschützt werden. Ja? Das hat was mit Finanzierung zu tun, mit Bildungssystemen, immer mit sozusagen der Frage der Investition in die eigene lokale Gemeinschaft, die uns dann die Notwendigkeit erspart, uns auf die sozusagen prestigegetriebene Marktkonsum einzulassen. Das wäre vielleicht etwas, wo ein sozialistisches Gedächtnis sich wieder anschließen könnte. Mm-hmm. L'ultima, avevo visto sempre delle mani lì, lassù in alto. Also meine Frage ist über Europa und Sie haben gesagt, die EU sei eingefrorener Neoliberalismus wegen Austerität und Schuldbereinigung. Und ich wollte fragen, denken Sie, dass die Reformen, wie die Herr Macron vorgeschlagen hat, die sich auf die sozialen Systeme konzentrieren, der Anfang einer Lösung für Europa sein können? Wer hat die vorgeschlagen? Macron. Nein, um Gottes Willen. Ja. Nein. Das ist nur Rhetorik. Wenn Sie, ich meine, die Europäische Union ist ein ungeheuer schwer zu verstehendes politisches Gebilde. Jeder projiziert da alles Mögliche ein. Wenn man sich da aber 20 Jahre lang mit beschäftigt hat, dann weiß man, was dort auf keinen Fall geht. Und was auf keinen Fall gehen kann, unter den Restriktionen der gemeinsamen Währung und der vier Marktfreiheiten, ist so etwas wie eine Angleichung zwischen der Peripherie und dem Zentrum. Das ist ausgeschlossen. Und das, was dieses Gebilde an Sozialpolitik produzieren kann, das ist ja auch versucht worden über 30 Jahre. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte der europäischen Sozialpolitik geschrieben. Ja. Das ist immer gescheitert. Und das scheitert an der Widerspenstigkeit
der nationalen Systeme, die man nicht von oben regieren kann, und an den unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Sie können keine gemeinsame Sozialpolitik für Schweden und Bulgarien machen. Das ist ausgeschlossen. Ja? Und Sie können unter den Bedingungen, Sie können unter den Bedingungen der Währungsunion in Spanien oder Italien oder in Griechenland keine gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung einführen. Dann müssten Sie nämlich vorher auch Hartz IV dort einführen. Ja? Also das ist völlig ausgeschlossen. Und da würde ich Ihnen raten, sozusagen mit äußerster Skepsis sich anzuhören, was die Leute zu sagen haben, und dann nicht nur nach vorne zu gucken, sondern auch dahin zu gucken, was in den letzten Jahrzehnten da passiert ist. Macron ist nicht die Antwort. Bene, grazie. L'applauso al professor Streeck. Also im Namen der Biennale und des Goethe-Instituts bedanke ich mich ganz herzlich. Ringraziamo quindi il professor Streeck ancora una volta, ringraziamo anche la nostra traduttrice interprete per il suo lavoro. Buon proseguimento a tutte e tutti con gli appuntamenti di Biennale Democrazia che, come sapete, è appena cominciata, quindi arrivederci a prossimi appuntamenti e diamo... insomma, chiediamo al professor Streeck di tornare a trovarci quando vuole. A Torino è sempre il benvenuto. Grazie mille a tutti e tutte. Grazie.